Herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, heute mit Transformers Fans Project CA10 T-Bone aka Wild Rider aus der Stunticon Line der Generation 1. Ja, diese Figur ist quasi früher eine Art Camaro gewesen. In dem heutigen Design ist es ein futuristischer Wagen, der mich sehr stark an das Batmobil aus dem aktuellen Batman-Film erinnert. Wie ihr seht, selbst hier alles aufgeklappt etc. Theoretisch könnte man hier sogar den alten Fahrzeugmodus drin erkennen. Wenn jetzt quasi hier diese überstehenden Teile quasi einklappen, dann wäre er quasi fast perfekt an das G1-Pendant angelehnt. Ich finde aber, das hat ihm jetzt hier keinen Abbruch getan, es sieht ziemlich gut aus. Bevor wir aber zu den Details von dieser Figur gehen, gucken wir uns natürlich an, was natürlich einmal in der Verpackung ist. Wir haben einmal hier diese Charakterkarte mit dem schönen Artwork. Hier sehen wir auch mal den Namen CA10 T-Bone, der Causality Line. Ansonsten auf der Rückseite eine schöne Story. Ihr könnt es jetzt pausieren und euch mal durchlesen. Ansonsten wird noch dabei geliefert, wie üblich bei Fans Project, eine sehr schöne Gebrauchsanleitung. Auch hier in verschiedenen Farben wieder die einzelnen Komponenten. Ihr seht selbst hier, sehr schön auf jeden Fall gemacht. Und ja, ziemlich einfach zu verwandeln. Auch hier genauso wie bei Breakdown aka Car Crash. 15 Schritte bis in Robotermodus und ja, insgesamt 14 quasi für den Automodus. Ziemlich simpel. Das legen wir jetzt einfach mal zur Seite und wir schauen uns jetzt einfach mal die Verpackung an. Die Verpackung ist auch hier sehr schön gemacht. Wir sehen hier einfach das Artwork, hier das große Logo. Die Figur wird hier im Robotermodus quasi in dieser Box gehalten. Hier sehen wir nochmal den Namen CA10 T-Bone. An der Seite hier einmal das gezeichnete Artwork. Und auf der anderen Seite 1:1 quasi die Figur abgelichtet in der gleichen Pose. Und auf der Rückseite haben wir einmal hier die schöne Beweglichkeit dargestellt. Der Figur hat auf jeden Fall, was hier mit dem Nachladenden, mit der nachladenden Pose einmal den Robotermodus und hier unten ansonsten die Details. Eine sehr schöne Figur auf jeden Fall. Auf der oberen Seite haben wir hier einmal nochmal das Artwork und ja, ansonsten das Logo. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Figur. Die Figur ist beinahe identisch mit Car Crash. Die einzelnen Komponenten sind 1:1 gleich, nur halt vom Design ein ganz klein wenig verändert, von der Art her, von der Verwandlung absolut identisch. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Details. Wir haben hier einmal schwarze Räder mit silbernen Alufelgen quasi dargestellt. Ansonsten die Figur ist in einem silber-metallischen Ton gehalten und leicht hier irgendwie so eine Art seifenartigen Plastik. Und ja, vorne das Design sehr schön auf jeden Fall gemacht. Ansonsten hinten rote Lichter. Mir fehlen hier so ein bisschen die Nummernschilder, aber die kamen natürlich, ich würde sagen, mit Repro-Labels quasi nachträglich auftragen. Ansonsten hat die Figur deutlich breitere Räder wie Car Crash und auch hier bei den hinteren Rädern nur halbe Räder quasi. Vorne komplett. Auch hier die Figur komplett schön zu. Das heißt, man kann nicht wirklich sehen, dass sie zum Roboter wird. Der Kopf ist hier halb verdeckt durch die Waffe. Auch hier die Waffe hat natürlich diesen Auspuffmodus. Den nehmen wir jetzt auch gleich mal ab. Legen wir die zur Seite. Und verwandeln jetzt einfach mal die Figur. Auch hier ziemlich simpel. Wir ziehen einmal hinten die Seitenpaneele zur Seite. So. Drehen einmal das Rückenmodul nach unten. Oder in diesem Fall nach oben. Dann anschließend drehen wir hier unten das Dach einmal auseinander. Ziehen hier vorne die Motorhaube auseinander. Ziehen das ein bisschen nach unten, so, drehen das einfach mal rum, öffnen jetzt hier die Seitenpaneele, ziehen jetzt hier den Fuß vorsichtig heraus, na, so, auch hier ist hier ein kleiner Pin, den ihr hier unten seht, da wird quasi der Fuß drin befestigt, das heißt, ihr dreht hier unten einmal das Panel
da vorne und Zoom stelle ich fest. Anschließend dreht ihr hier diesen Stift in das Bein herein, bis das Bein einrastet. Vorsichtig, so. Anschließend dreht ihr hier einfach die Seitenpaneele zu. Das gleiche macht ihr hier. Seitenpaneele erstmal aufdrehen. Ja, das sollte jetzt nicht sein. Das passiert auch sehr häufig, ist aber nicht schlimm. Das ist ein Kugelgelenk. So, ihr zieht ganz einfach das Bein heraus. Na, geht ein bisschen schwerfälliger bei meiner Figur. Zoom einfach mal ein bisschen raus. So, das Bein nach außen drehen. So, ihr seht selbst, die Gelenke sind sehr schwerfällig. Das ist aber ganz schön. Und selten. Dreht es zu. So, anschließend dreht ihr jetzt die Beine so nach vorne, dass die Räder nach vorne gehen. Dreht hier vorne die Frontseite nach vorne. Löst sie quasi. Anschließend dreht ihr hier diese ganze Motorhaube einmal nach oben. Das ganze Frontpanel. Dreht den Reifen nach innen. Und klappt es wieder runter. Das gleiche hier. Klappt dieses ganze Panel nach oben. Na. So. Ganze Panel nach oben. Den Reifen nach innen drehen. Nach unten wieder klappen. Dass die Räder quasi so ineinander in das Bein hineingehen. Anschließend dreht er hier die Beine auseinander. So. Das gleiche hier. Einmal so ineinander drehen und die Beine bilden. So, anschließend sind die Füße soweit fertig. Jetzt kommen wir zum oberen Teil. Auch wie bei Car Crash quasi hier einmal die Arme vorsichtig nach außen ziehen. Das gleiche hier. Vorsichtig ziehen. So, anschließend, das sollte natürlich hier nicht der Fall sein, Schulterpanel wieder auf das Kugelgelenk drauf. Geht es hier ein bisschen schwieriger bei mir. Ach ja, das sind immer diese Vorführeffekte. Ja, das ist einer der Nachteile dieser Figuren, dass die Kugelgelenke sich sehr schnell lösen. So, wir drehen nochmal das Rückenmodul nach hinten, drehen jetzt hier die Schultern einmal nach vorne. So, das gleiche hier, drehen das Schulterteil nach vorne. So, dass sie quasi so angewinkelt sind. Und schon ist quasi... ja, Wild Rider aka T-Bone fertig verwandelt. So. Ach, ich sehe es gerade. Ihr müsst natürlich noch den Torso zusammendrücken. So. Ja. Ansonsten haben wir hier natürlich auch die Waffe. Die Waffe lässt sich genauso wie bei Wild Rider zusammen, bei Car Crash zusammenstecken. Damit diese kleine Waffe. Die Waffe könnt ihr ihm entweder in die Hand geben oder sie könnt sie ihm hinten auf dem Rücken befestigen. Genauso, quasi identisch. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten. Hier einmal ein seitlicher Pin, ein horizontaler und hier dieser vertikale. Wenn ihr den horizontalen nehmt, dann sieht es so aus. Das wäre die horizontale Variante. Oder ihr nehmt einfach die senkrechte. Die senkrechte könnt ihr dann auch benutzen. Da würde dann die Waffe hier an der Seite befestigt werden. Und würde quasi so hinten am Rücken stecken. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich würde jetzt die horizontale bevorzugen, aber das ist jedem selbst überlassen. Die Figur ist quasi wie ein 1:1-Klon von Car Crash. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Kommen wir jetzt erstmal zu den Details. Die Figur selbst ist auch hier sehr schön gemacht. Wir sehen hier ein rotes Gesicht mit gelben Augen. Sehr schön gestaltet.
Der Brustkorb ist baugleich wie der von Car Crash, nur eben, dass er hier vorne andere modellierte Frontplatten hat. Die Arme sind ansonsten auch identisch. Und auch die Beine sind so ziemlich identisch. Wir gehen da auch gleich mal auf den Vergleich ein. So, wir werden jetzt erstmal die Waffe ihm in die Hand geben. So, und jetzt auch hier genauso wie bei Car Crash einmal ein bisschen auf die Beweglichkeit eingehen. Wir haben hier einmal ein ganz normales Balljoint. Auch wie bei Car Crash kann man jetzt den Kopf nicht nach oben richtig winkeln, nur so ein Stück. Trotzdem muss ich sagen, deutlich mehr wie bei Car Crash. Ansonsten auch hier die Schultern haben dieses Doppelgelenk. Finde ich ganz interessant. Das heißt, ihr habt einmal hier dieses Kugelgelenk und dieses seitliche Gelenk. Den Arm könnt ihr um 360 Grad drehen. Habt hier einmal den Oberarm als Drehgelenk, das Ellenbogengelenk und die Hand lässt sich natürlich auch noch drehen komplett. Wie ihr es natürlich wollt. So, ansonsten haben wir hier das Hüftgelenk. Den Oberschenkel als Gelenk, das Kniegelenk und auch hier könnten wir jetzt hinten das hintere Panel öffnen und quasi das Bein noch weiter anwinkeln. Ist natürlich hier richtig schön, um besondere Posen darzustellen, zum Beispiel, dass er quasi gerade so wegspringt. Dazu müssen wir einen Figurenständer quasi hinten dran befestigen. Und ja, ansonsten ziemlich cool. Ihr könnt natürlich auch die Figur ansonsten in ziemlich coole Posen bringen. Einmal diese zum Beispiel, etc. etc. Es sind eine ganze Menge Posen möglich. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel leicht karatemäßig ihn hinstellen, als wenn er gerade zutritt. Die Figur ist ziemlich gut ausbalanciert, wie ihr seht. Echt atemberaubend, wie ihr seht, nicht gecheatet, er steht schräg, hat auf jeden Fall was. Und um jetzt die Figur einfach mal neben Car Crash zu zeigen, damit ihr einfach mal seht, was diese Figur quasi von der Art her quasi unterscheidet. Erstmal zum Stehen bringen. So, und jetzt stellen wir doch einfach mal unseren lieben netten Car Crash daneben. So, einmal, zweimal fertig. So, und hier haben wir einmal Car Crash. So, ihr seht selbst, die Beine sind absolut identisch. Leicht ummodelliert, ansonsten gleich. Die Oberschenkel sind absolut identisch. Die Hüfte absolut identisch. Der Brustkorb ist komplett unterschiedlich. Die Arme, ihr seht selbst, sind so ziemlich gleich. Die Art und Weise, wie er sich hornelt, auch absolut identisch. Die Art der Schultern ist auch identisch. Ansonsten, wie gesagt, 1:1 die gleiche Figur. Beide ergeben jetzt die Füße vom M3 aka Menasor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Figur hat es wirklich in sich. Auch hier, genauso wie bei Car Crash, gebe ich dieser Figur volle 10 von 10 Punkten. Egal ob im Robotermodus oder im Fahrzeugmodus. Einfach nur eine wunderschöne Figur. Und sie lohnt sich echt. Und auch hier stelle ich jetzt einfach mal zum Vergleich Optimus Prime daneben. Zum Vergleich. So. Ihr seht selbst, die Figur hat Deluxe-Größe, genauso wie auch bei Car Crash und ja, sie macht echt was her. Bevor ich mich jetzt aber wieder und wieder und wieder wiederhole, weil ich einfach nur im Schwärmen gerate momentan bei den Figuren, muss ich ganz ehrlich sagen, holt sie euch. Auch hier, die Figur kostet etwa 80 Euro pro Figur, das heißt Car Crash sowie T-Bone kosten beide circa gleich.
In den USA ca. für 69 Dollar erhältlich, plus Porto, plus Versand, seid ihr in etwa bei 79 Euro, wenn überhaupt. Es gibt schon günstigere Anbieter in Deutschland, die sie natürlich auch vorrätig haben. Schnappt sie euch, denn ich weiß aus guter Quelle, dass die Figuren nur noch schwer erhältlich sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt, holt sie euch. Es lohnt sich. Gerade M3 ist ein Riesen-Combiner, den ich euch natürlich auch noch zeigen werde. Demnächst folgt natürlich das Multiplexer M3-Set mit dem Motomaster, der zusammen dann natürlich den großen Menasor bilden. Und bevor wir aber danach quasi streben, jetzt das Video uns anzuschalten, ich wünsche euch erstmal was. Wir sagen für heute erstmal Tschüss. Und ja, hinterlasst mir ein Like, ein Abo. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Euer Rex4.